Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch nochmal den Car-Duplication-Glitch zeigen. In meinem letzten Livestream und da auch im letzten Videokommentare meinten einige Leute, dass der Glitch gepatcht ist. Und der Glitch ist auf jeden Fall nicht gepatcht und deswegen wollte ich euch den einfach nochmal zeigen. Dafür braucht ihr die Hilfe von einem Freund. Mit welcher Garage ihr das dupliziert, das ist eigentlich egal. Das geht fast mit allen Garagen, außer mit der Firmengarage. Da wird es auf jeden Fall nicht funktionieren. Es geht auf jeden Fall mit allen Apartment-Garagen, Spielhallen-Garage, mit der Arena-Garage. Fordert euch einfach ein Auto an, aus welcher Garage ihr her duplizieren wollt. Wenn ihr jetzt aus der Arena-Garage duplizieren wollt, dann fordert euch ein Auto aus der Arena an. Wenn ihr aus Apartment, dann aus Apartment. Und in dieser Garage soll dann auch dann der Winnie Easy stehen, den ihr duplizieren wollt, und ja, irgendwo in irgendeiner anderen Garage irgendein Auto, was ihr nicht mehr benötigt, oder halt einen kostenlosen Elegy. Und dann lassen Sie auch direkt losstarten. Begibt euch einfach dann mit eurem Freund ins LSK Meet. Da sind wir jetzt im LSK Meet angekommen. Steigt unser Freund einfach in unser Auto ein. Mehr muss der Freund nicht machen. Wir gehen auf Options, auf Online, dann teleportieren wir uns einmal in der Nähe von unserem Nachtclub. Dafür können wir jetzt ganz einfach den Bot benutzen. Einer Mark 2P4. Werde ich euch auch in der Videobeschreibung verlinken. Den Bot, den könnt ihr für solche Sachen immer benutzen. Wir warten jetzt, bis die erste Meldung kommt. Und die erste Meldung ist da. Die nehmen wir an. Die zweite Meldung nehmen wir ab. Und schon sind wir in der Nähe von unserem Nachtclub. Wir geben uns dann einmal in den Nachtclub rein. Entweder Lieferanteneingang oder in die Terabyte-Garage. Wenn ihr jetzt keinen Terabyte habt, könnt ihr auch in den Lieferanteneingang gehen. Das ist gar kein Problem. So, wir steigen dann einmal in irgendein Auto ein. Ich mache das einfach hier vorne mit dem Speedo. Könnt ihr auch mit der Terabyte machen. Das ist gar kein Problem. So, wir drücken dann einmal auf Steuerkreuz nach rechts, Options. Drücken dann nochmal Options auf Dreieck, um wieder auszusteigen. Und ja, das war's schon. Und jetzt begeben wir uns dann einmal zu dieser Garage, wo wir duplizieren wollen. Dann machen wir auch wieder den Teleport-Glitch für. Ich will jetzt mit der Arena duplizieren. Teleportiere mich einfach jetzt in die Nähe von der Arena. Wunderbar, die erste Meldung nehmen wir an, die zweite Meldung lehnen wir ab. Jetzt sind wir in der Nähe von der Arena, begeben uns einmal dort in die Garage, wo wir duplizieren wollen. So, wir begeben uns, steigen einmal in den Easy ein, den stellen wir zum Garagenausgang hin. Einmal die Beifahrerseite blockieren, dann schnappen wir uns ein anderes Auto. Mit dem Auto blockieren wir einmal die Fahrerseite. So, dann testen wir mal, ob wir direkt rein teleportiert werden, indem wir dann einmal Dreieck drücken. Wunderbar. Ist auf jeden Fall perfekt. Jetzt gehen wir zum Ausgang. Drücken dann einmal X und Dreieck gleichzeitig. Und dann werdet ihr mit dem Auto draußen spawnen. Ist auf jeden Fall perfekt. Ja, jetzt öffnen wir einmal das Handy, rufen den Mechaniker an und fordern uns jetzt einfach mal irgendein Auto aus irgendeiner Garage, was wir nicht mehr benötigen, oder halt einen kostenlosen Elegy. So habt ihr das dann angefordert, sagt eurem Freund Bescheid, dass er ungefähr nach 10 Sekunden dann aussteigen kann. Sobald ihr das Fahrzeug angefordert habt, ungefähr 10 Sekunden später kann euer Freund aus dem Auto aussteigen. Und wenn er dann aus dem Fahrzeug aussteigt, werdet ihr sehen, dass sich auch das Kennzeichen ändert. Das heißt, ihr bekommt auch komplett saubere Kopien. Wir haben jetzt ihr habt gesehen, wir hatten gerade die 153 am Ende, jetzt die 491 am Ende. Ist auf jeden Fall perfekt. Jetzt warten wir einmal, bis die Meldung vom Mechaniker kommt. So, da ist die Meldung vom Mechaniker. Jetzt können wir auch einfach die MOC anfordern. Wenn die MOC dann da ist, begeben wir uns einmal dorthin, fahren dann hinten rein, drücken dann Steuerkreuz nach rechts. Und schon haben wir die erste Kopie abgespeichert. Wenn ihr jetzt auch die weitere Kopie machen wollt, dann muss sich jetzt euer Freund wieder in euer Auto reinsetzen. Ihr geht dann wieder in die Arena-Werkstatt, fahrt dann den Easy wieder gegen die Garage und ja, wiederholt einfach die gleichen Steps. Und das war's auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.